Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Wer wird in seine Fußstapfen treten? Ist es Monkey D. Ruffy oder Marshall D. Teach? Lass das Königsfinale beginnen! Besiege alle Kaiser, die neue Ära startet. Whitebeard sagte bereits, du wirst nicht erwartet. Schlechte Karten für dich, Teach. Du bleibst ein Verräter der Piraten, egal wie viele Kräfte du dich hier entziehst. Ich räche mich an dir. Hast dafür gesorgt, dass mein Bruder an Marineford durch Akaino stirbt. Denkst du, dass ich dir verzeih? Wenn sich deine Zeit dem Ende neigt, besteige ich den Thron und werde die Legende sein. Sie sehen ihn in mir. Das Einzige, was ich in dir sehe, Teach, ist ein Bastard eines Tiers. Schalte in die nächste Gear. Ich will nicht, dass du Angst bekommst, sondern dass du durch die Hand des wahren Königs stirbst. Dass ich diesen Kampf verliere, stell ich nicht in Frage. Das hier wird dein letzter Kampf, das große Königsfinale. Ich ließ dich einmal davon, doch glaub mir, jetzt siehst du schwarz. Es werden Träume genommen. Jetzt platzt ein großer Traum, kleiner, du wirst scheitern, Bengel. Nur ein Teil der Supernova, komm auf mein Kaiserlevel. Du willst mit diesen Kräften also wirklich König werden? Sag mir, welcher König lässt denn deinen Bruder sterben? Ich weiß, es tut weh. Doch bei Marineford hat die Welt mein Schauspiel gesehen. Sie fürchten sich, keiner hat mich im Visier. Und jetzt hat sogar die Weltregierung Angst zu krepieren. Als nächstes geht ein Vater drauf. Nicht weil ich Angst vor ihnen hab, sondern weil ich keine Affen brauch. Monkey D. Ruffy, du hast dir zwar was aufgebaut, doch keine Chance, also gib jetzt besser auf. Bist nicht bereit in dieser Liga zu spielen. Sogar für dein Vorbild Shanks wird die Kraft schon zu viel. Ich ließ ihn leben, doch nicht weil ich Gnade ziehe. Step by step, doch nicht